Was hat es mit der Normalkraft bei der schiefen Ebene auf sich und wie berechnet man diese? Genau das zeige ich dir in diesem Video mit Formel und Beispiel. Wir haben eine schiefe Ebene und auf der schiefen Ebene liegt ein Klotz. Dieser Klotz drückt auf die Unterlage bzw. auch die Unterlage drückt zurück und hier entsteht sozusagen eine Anpresskraft. Also die Normalkraft wird auch Anpresskraft genannt. Und die Normalkraft steht unter einem rechten Winkel zur Unterlage. Normalkraft, Abkürzung, ist ein großes F und ein kleines N, zumindest in den meisten Fällen. Hier oben drüber gibt es noch einen kleinen Pfeil, denn diese Kraft hat eine Richtung. Naja, wie jede Kraft eigentlich, und das deutet man eben mit einem Pfeil an. Wie rechnet man diese aus? Nun, die Normalkraft, Fn, ich lasse jetzt die Pfeile mal weg, der Einfachheit halber. Also Fn ist gleich die Gewichtskraft von dem Klotz mal Cosinus von dem Winkel hier. Also Normalkraft ist gleich Gewichtskraft, komme ich gleich noch dazu, mal dem Cosinus von dem Winkel hier unten, also von dem Neigungswinkel. Oder die etwas ausführlichere Variante, Fn ist gleich m mal g mal Cosinus Alpha. So, wie man hier sehen kann, die Gewichtskraft ist die Masse mal der Erdbeschleunigung. Beispiel. Wir wollen die Normalkraft ausrechnen. Der Klotz hier zum Beispiel hat 30 Kilogramm, also 30 kg mal Erdbeschleunigung. Erdbeschleunigung wird meistens mit 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat angenommen, mal Cosinus von dem Winkel hier, nehmen wir mal an, 25 Grad. 25 Grad. Wenn wir das ausrechnen, erhalten wir die Normalkraft. Also, Fn ist gleich. Taschenrechner. Wir haben 30 mal 9,81. Fangen wir damit mal an. 30 mal 9,81 sind 294,3 und jetzt Kilogramm Meter durch Sekunde Quadrat. Kilogramm Meter durch Sekunde zum Quadrat mal Cosinus von 25 Grad. Also Fn ist gleich, machen wir es mal ausführlich, also 294,3 und Kilogramm Meter durch Sekunde Quadrat ist nichts anderes wie Newton. Also 1 Kilogramm Meter durch Sekunde Quadrat ist 1 Newton, schreiben wir das mal abgekürzt hin, mal Cosinus, also Cos von 25 Grad, also Cos 25, 0,906 und so weiter. Das heißt, 0,906 mal 294,3 kommen wir auf eine Normalkraft von 266,72 und so weiter Newton. Das hier war jetzt die Normalkraft zur schiefen Ebene. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, also du noch mehr zur schiefen Ebene lernen möchtest, dann schau doch mal in die Endcard rein. Dort werde ich noch weitere ähnliche Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.